Also wie Sie sehen, wir stehen jetzt hier auf dem Wulfner Markt, auf dem Marktplatz. Und die beiden Flügel, der Südflügel und der Nordflügel, sind fast vollständig abgebrochen in der Zwischenzeit. Die Firma arbeitet sich jetzt zur Mitte vor, hat das Stück am Markt schon weitestgehend weg und will jetzt nach hinten durcharbeiten und peu à peu das Gelände von hier aus aufbereiten. Hinter uns sehen wir gerade wieder den Übergang von dem Nordflügel in die Zentralrippe abbaut und dass es sich hier um ein Stecksystem handelt. Das sind also senkrechte Stützen, in die oben eine Nut eingelegt war und in diesen Nut wurden Querbalken gesetzt. Also wenn an einer Seite angefasst wird, dann wackelt die andere Seite mit, weil diese Verbindungen sind natürlich betoniert worden, so dass sie standfest sind. Und jedes Mal, wenn der an einer Seite anfasst, dann rutscht immer gleich so ein ganzes Element auf einmal runter. Ja, also man muss damit beginnen, erstmal alle Schadstoffe und alles das, was im Bauschutt hinterher stört, auszusortieren. Und hier sehen wir so eine Stelle. Da ist der Estrich aufgenommen worden, um die darunterliegende künstliche Mineralwolle getrennt abnehmen zu können. Der Estrich an sich kann wieder in den Bauschutt und ins Recycling gehen. Die Mineralwolle dazwischen muss natürlich vorher entfernt werden. Hier wurden die Zwischenwände weggenommen zwischen den einzelnen Wohnungen, damit man immer in einem großen Bereich mit Unterdruck arbeiten kann. Also vorne, hinten wurde alles verklebt, nur an einer einzigen, in einem einzigen Türöffnung wurde eine Schleuse eingebaut, eine Vierkammerschleuse, so dass man für den gesamten Bereich über 5, 6 Wohnungen, je nachdem wie viele auf der Etage sind, arbeiten konnte und das asbesthaltige Material, die Verkleidungen oder sonstige asbesthaltige Materialien, die man gefunden hat, alle auf einmal ausbauen kann und die Luft, die nach außen geführt wird, wird also vorher gefiltert. Und dadurch, dass ein Unterdruck in diesem abgeschotteten Bereich herrscht, kann also auch keine asbesthaltige Luft, keine asbesthaltigen Fasern nach außen dringen, sondern werden über die Vierkammeranlage gefiltert. Und erst nachdem alles hinterher freigemessen ist, werden die Verklebungen wieder beseitigt und der Bereich wird wieder für andere Arbeiten freigegeben. Ja, es sieht ziemlich wüst aus, es hat aber sein System. Wir haben dort Mineralwolle, wir haben hier hölzerne Abfälle, wir haben dort metallische Abfälle, da hinten sind Baumischabfälle. Wir versuchen, so viel wie irgend möglich aus der Gesamtsubstanz herauszusammeln, um wirklich jede einzelne Fraktion in ein Recycling zu kriegen und die Baumischabfälle so zu reduzieren, dass wirklich nur noch das, was nicht ins Recycling gehen kann, in eine Entsorgung überführt werden muss. Ja, wir gehen davon aus, dass wir Ende September mit dem Gröbsten fertig sind. Das heißt also, die groben Abbrucharbeiten werden Ende September wohl abgeschlossen sein. Dann gehen die noch in die Bauschuttaufbereitung. Der Bauschutt kann ja nicht so verarbeitet oder so weiterverarbeitet werden, wie er jetzt anfällt. Der muss pulverisiert werden, zu einer gewissen Körnung aufbereitet werden. Und alles das, was noch im Beton ist, sprich das Metall oder auch anhaftende Dinge, werden dann wieder aussortiert.